Dann brauchen wir unseren eigenen Panzer. Bring Anisette erstmal hier raus. So, Moral wieder gestiegen. Zwei Schüsse. Die werde ich auf jeden Fall opfern. Bam! Oh ja, ich lieb dich, du. Ich lieb dich, Babe. Du weißt, wie es hier geht, mit dem Panzer zu ownen. So, jetzt haben die keinen Panzer mehr. Jede Klasse hat nur einen Panzer. So, Ivan ist noch nicht bereit. Das bedeutet, Helmut wird das übernehmen. Da liegen aber Minen, von daher gehe ich mal so rum. So, Lanzenträger. Puh. So. You're in the way. Du bist im Weg, ganz genau. So, nachladen. Und das ist ein Scharfschütze, der da ist. Der wird uns also auch nicht stören. So, das bedeutet erst einmal hier den wegballern. I don't miss. Du verfehlst nicht? Ja klar, klar, haben wir gesehen. Schlappi. Underway. I'm afraid I cannot allow you to live. So. Oh Gott, was haben die hier für Panzerung? You're in the way. Good. So. Erobern können wir das aber noch nicht. Ich muss ihn jetzt einfach versuchen, irgendwie zu erledigen. Na toll. You're in the way. Nicht genug Schaden, um ihn zu erledigen. Ich hoffe, unser Helmut geht jetzt nicht komplett kaputt. Der Kampf ist schon ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Und er setzt den Scharfschützen ein. Oh, fuck. You're in the way. Och, komm, Helmut, den hättest du erledigen müssen. Wenigstens ist er jetzt dran. Das wollte ich eigentlich nicht machen. So. Underway. So, jetzt erledige ihn. You're in the way. So, Scharfschütze erledigt. Good. Das bedeutet, Moral erstmal auf 5. Sehr gut. Und wir setzen dich auf Standby. So. Jetzt wollen wir nach Gebiet 1. Ach du Scheiße. Hä, warum haben die noch einen Panzer? Hallo. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist aus der Regel, jede Klasse hat nur einen Panzer? Ja, den Panzer muss ich jetzt mal dort wegschicken. Und hier wieder rein. Ansonsten funktioniert das nicht. Der Panzer da muss weg. Komm, Bloodthirsty, Bloodthirsty. Oh. Wird nicht aktiviert. Okay. Hauptsache, der Panzer kommt jetzt erstmal weg. So. Und jede Menge Minen. Ich sehe jede Menge Minen. Da muss ein Tag ran. Da muss auf jeden Fall ein Tag ran. Und die haben einen Lanzenträger, ist ja klar. Hoffentlich passiert unserem Panzer jetzt nicht zu viel. Major Damage, noch scheiße. Dann kommt Verstärkung. Puh! Das sind aber Feinde, du. Ich sehe jede Menge Feinde. Hm. Okay. Wie regeln wir das? Ich sage mal, wir holen an uns einen Tag. Joachim! Joachim, du kannst das machen. So, ich muss jetzt ein bisschen gucken. Wir müssen ein bisschen langsam gehen. Warum brauchst du zwei Schläge eigentlich? Och, du Scheiße. So, mach die Mine weg. Wir wollen nämlich auch irgendwie Einheiten da durchschicken. Ja, okay, sure. I'm on the luckiest streak ever. So, weggeklatscht.
Moral auf Max. Look at me. So. Dödödöd. So, freimachen. Noch mehr Verstärkung schicken. Ja. Ivan, nee. Anisette, du darfst Rache nehmen. Du darfst Rache nehmen. Schön die Granate werfen. Überraschungsangriff. Bäm. Weg. Runter. Nachladen. So. Den Shock Trooper könnten wir noch stürmen, aber wir müssen auf den Sniper aufpassen. Deswegen schicken wir den Panzer etwas vor. Ich muss jetzt ein bisschen hier und da gucken, was vor mir liegt. Große Schwester. So. Ich glaube, ich schieße dem hier den Sandsack mal weg. Ja, den schieße ich mal den Sandsack weg. Damit er nicht glaubt, er wäre hier in Sicherheit. Und ich schieße den Typen weg. Hätte ich gesagt, wäre da nicht der Sandsack im Weg. Okay. So. Und dann erledigen wir noch den Lanzenträger hier, bevor was schief geht. Okay, in der nächsten Phase könnte ich das schon klären. Der Joachim steht ein bisschen ungünstig, aber der Schild, der schützt ihn ja eigentlich. Der sollte ihn vor dem Scharfschützen eigentlich sichern. Wenn nicht, bin ich traurig. So ein guter Scharfschütze ist das gar nicht. Ach, der schickt Verstärkung natürlich rein. Blatsch. Tja, an die Verteidigung kommst du jetzt nicht mehr durch, mein Freund. Dich werde ich erledigen. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich muss erstmal hier. With feeling, ja, dafür bin ich. Für Gefühle. So, den erledigst du bitte. So, und dann lenken wir den Scharfschützen ein bisschen ab. Darin bin ich gut. So. Nachladen. Hehehe. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So. Du zielst ja eigentlich schon ziemlich genau für einen Panzer. Wie wär's, wenn wir das so machen? Auch das ist von der Seite gemacht. So, aber. Jetzt hat Anisette die Chance. Ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Schön von hinten, genau. Und falls möglich auch ins Köpfchen rein. So. Ausrufezeichen. Das war gut. So. Ach Gott, jetzt haben wir aber mit dem Panzer nur eine Chance. Ja, komm ich so? Yes! From the rear! Und ich glaube, ich schieße auch so. Bam! In den Rücken rein! Zerfetzt! Du meinst, gegen Klasse G etwas zu sagen? Ich sag dir, wer was gegen Klasse G sagt, der kommt in Tütchen wieder nach Hause. Ach Gott, wie viele Leute habe ich schon umgebracht? Yes! Vorrunde, check! Das gibt den B-Rang. Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, als eigentlich mir lieb ist. Ein paar Schwierigkeiten am Anfang gehabt, durch Eigenverschuldung und so. Hold your fire. We surrender. Oh Gott, ich bin tot. That's the match. Winners. Class G. Das war's. Der Gewinner. Klasse G. It's like I'm dreaming. We actually won. Das ist, als würde ich träumen. Wir haben wirklich gewonnen. Woohoo, wir haben es geschafft. Überzeugender Sieg. Nice go.
going, Ivan. We made it through the prelims. Gut gemacht, Ivan. Wir haben es durch die Vorrunde geschafft. That was just a warm-up. Ach, das war nur hier das Aufwärmen. You certainly took your time. Du hast wirklich Zeit gebraucht. We won, didn't we? Just man up and admit you were wrong about us. Wir haben gewonnen, oder etwa nicht? Also, stell dich mal hier zu und sag, dass du falsch lagst. Class A put the slackers in Class C out in 3 minutes yesterday. 3. Klasse A hat diese Versager von Klasse C gestern in 3 Minuten erledigt. In 3. You beat the guys we just fought in 3 minutes? No way. Ihr habt die Typen, gegen die wir gerade gekämpft haben, in 3 Minuten besiegt. Das ist unmöglich. Ha, we got ourselves a real commander. Ja, wir wenigstens haben einen richtigen Commander. She's going to be the head of the Everhart family. They're all geniuses. Sie wird das Oberhaupt der Everhart-Familie sein, und das sind alles Genies. There's no chance of anyone beating us with Juliana at the helm. Da gibt es überhaupt keine Chance, dass uns jemand besiegen wird, solange Juliana am Kopf ist. Listen carefully. Victory in war depends on an able-minded commander. Jetzt hört gut zu. Der Sieg im Krieg, er wird durch den Commander entschieden. Without a talented leader to guide them, soldiers are useless, wasted pawns. Ohne allen talentierten Anführer sind die Soldaten nutzlos, verschwendete Pawns, Bauern, sowas. It's only in the hands of a master that those pawns are able to win victory. Es liegt nur in der Hand des Meisters, damit die Bauern den Sieg erbringen können. Pawns? How can you talk about your squad that way? Bauern? Wie kannst du nur so über deine Staffel reden? It's an apt metaphor. I'm certain your brother felt the same about his men. Es ist eine alte Metapher. Ich wette, dein Bruder hat genauso gedacht. No way. Not Leon. Niemals. Nicht Leon. No matter how brilliant the commander, a weak squad is still weak. Egal wie brillant der Commander ist, eine schwache Staffel bleibt schwach. I don't recall asking your opinion, Darkson. Ich glaube nicht, dass ich nach deiner Meinung gefragt habe, Darkson. My name is Zeri. Mein Name ist Zeri. And nothing more. Darksons lost their last names because of their crimes. Und nicht mehr. Darksons haben ihren letzten Namen wegen ihren Verbrechen verloren. That you even presume to address me is an insult to the Everhart name. Dass du es überhaupt wagst, mich so direkt anzusprechen, ist eine Beleidigung für den Namen Everhart. Class G was successful today because Yvonne brought each of our talents out. Klasse G war heute erfolgreich, weil Ivan unsere Talente herausgebracht hat. Und ja, Benny hat da nicht so ganz geholfen, weil er hat unseren großen Ivan zu Stücke geschossen. Obwohl geschissen würde ja wohl er jetzt auch mittlerweile passen. Danke, Zeri. Ich hab dich lieb. I sincerely doubt you could have done the same, had you been in command. Ich habe begründete Zweifel, dass du überhaupt das geschafft hättest, wärst du in der Befehlskette. How dare you? Wie kannst du es wagen? Mark my words, Darkson. Try your best to stay afloat until you face us. Merk dir meine Worte, Darkson. Versuch so lange über Wasser zu bleiben, bis ihr uns begegnet. I will personally relish the crippling, humiliating defeat I inflict upon you. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr eine schreckliche Niederlage erleiden werdet. Wow, man. I'm kind of surprised to hear you stick up for me. Wow, es wundert mich ein bisschen, dass du für mich eingesetzt hast. I wasn't. My intention was to communicate your incompetence. War ich nicht. Ich habe versucht, hier deine Inkompetenz zum Vorschein zu bringen. Knowing we can't rely on you means we all have to scramble to compensate. Zu wissen, dass wir nicht auf dich verlassen können, geschweige denn auf Benny Bunny 5, bedeutet, dass wir selbst daran arbeiten müssen. What? You snarky little jerk! What? Du kleiner Freak! Hey! Give me back my glasses! Hey! Gib mir meine Brille zurück! Guys! Come on! We just won! Stop fighting! Leute! Hört auf zu kämpfen! Wir haben gewonnen! Safe Game? Ja, das wird noch langsam Zeit hier.
Und vom Februar gehen wir in den März hinüber. Und jetzt sag bitte nicht noch mehr. Das wird ein langer Part. März 1937. For generations, House Randgreaves has concealed their Darkson blood from the good people of Gallia. Are we to place the fate of our nation in the hands of these imposters? No! We must unite in the face of this oppression and restore hope to our people! Together, we will wipe the Darksons from our land! Fellow countrymen, I hold the power to lead us down the one true path! Gallia will bask in the cleansing light of the Valkyria! And by that light, be reborn! Ja. Your harangues never fail to stoke the blaze in my heart, Count Casanal. Wir lernen unseren Gegner ein bisschen kennen, die Rebellenarmee. Die Namen der Kommandanten wurden vorgestellt, auch ihren obersten Kommandanten. Und dieser schmierige Typ kommt uns aus dem ersten Spiel bekannt vor. Der Diplomat von der Atlantischen Föderation. Eure Reden haben niemals darin versagt, mein Herz aufleuchten zu lassen. Count, was heißt Count? Ich glaube Graf, irgendwie sowas. Graf Gasenal. Ah, Ambassador Townsend. My thanks for arranging that little ship. Diplomat Townsend. Meinen größten Dank, dieses kleine Versammlung einzuberufen. Think nothing of it. The pleasure is mine to have been of service. Denken Sie nicht daran. Es war mir eine Freude, Ihnen zu Diensten zu sein. I pray our partnership will continue to thrive. Ich bete, dass unsere Partnerschaft noch lange bestehen bleiben wird. Father, you mustn't allow this Federation Viper to seduce you with promises. Vater, ihr solltet nicht erlauben, dass diese föderative Schlange euch mit Versprechen beleidigt. Watch your tongue, boy. Hüte deine Zunge, Junge. What perfect Gallia can be built, except by the hands of her people. Ach ja, ich habe ja gar nicht erwähnt, was er so in seiner großen Rede gebracht hat. Es ging halt darum, von wegen, ja, wir werden die Darksons aus diesem Land vertreiben und ein neues Gallia auferstehen lassen. Sowas. Kennt ihr von einem anderen Tupi, der gerne in Deutschland ein bisschen Reden gehalten hat, ne? Na. Was für ein perfektes Gallia können wir aufbauen, wenn wir die Hände von diesen Leuten akzeptieren? I do not know your intent in coming here, but I bid you leave Gallia at once. Ich kenne eure Intentionen nicht, aber ich bitte euch, Gallia sofort zu verlassen. Baldrin, stop this! Baldrin, hör auf! The spark of revolution would have died long ago, if not for Federation aid. Die Flamme der Revolution wäre schon lange gestorben, hätten wir nicht Hilfe von der Föderation bekommen. Do not think our successes this far have been your doing alone. Glaub ja nicht, dass unsere Erfolge allein dein Verdienst wären. Apologies, Ambassador. My son is in ill command of his tongue. Verzeihen Sie bitte, Herr Diplomat. Mein Sohn ist schlecht darin, seine Zunge zu hüten. Oh, not at all, good Count. I am certain he will one day lead the revolution. Machen Sie sich keine Gedanken, guter Graf. Ich bin mir sicher, dass er eines Tages die Revolution gut leiten wird. His proud bearing and fiery passion are virtues both. Sein großer Stolz und seine große Passion sind beides vom Vorteil. I am greatly relieved to hear you say it. Ich bin erleichtert, das von euch zu hören. Now, with your leave, I'll be on my way. Until the next war council, Count. Nun, ich werde jetzt gehen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Kriegsversammlung treffen werden, Graf. Do calm down, Baldrin. You'll make yourself ill. Beruhige dich, Baldrin. Du wirst dich noch krank machen. Audrey,
Then you see no problem with this. Audrey, also siehst du überhaupt kein Problem darin? The Federation intends to use us to pull Galia under its influence. Die Föderation benutzt Galia, um ihr Einfluss zu gewinnen. Without them, we lack the resources to continue the fight. Ohne sie haben wir nicht genug Ressourcen, um diesen Kampf fortzuführen. We need simply to use them more thoroughly than they use us. Wir müssen sie einfach ganz einfach mehr benutzen, als sie uns benutzen. Just so. And what we need now are men of reason, not passion. Pragmatists. Genau. Und was wir jetzt brauchen, sind Männer mit Grund und nicht mit Leidenschaft. Learn from your sister's example and get used to dealing with the feds. Lerne etwas vom Beispiel deiner Schwester und verlerne, mit den Föderationen umzugehen. With your leave. Ich gehe. That boy. I've no idea where he gets his damnable stubbornness. Dieser Junge. Ich habe keine Ahnung, wo er seine Sturköpfigkeit her hat. His father, of course. From where I stand, you two make a fine pair. Von seinem Vater, natürlich. So wie ich das sehe, macht ihr beide ein gutes Paar. You are excused, my dear. Ihr seid entschuldigt, meine Liebe. It's almost time for my evening prayers anyway. Es ist sowieso Zeit für meine abendlichen Gebete. Impossible is her brother in her own right. Was? Unmöglich wie ihr Bruder in ihrem eigenen Recht. Dirk, collect Baldrin and come to my chambers. I have orders for you. Dirk, holt Baldrin und komm in mein Büro. Ich habe Befehle für euch. Understood. Heilige Scheiße. Das ist aber, ja, ein ganz harter Typ hier. Verstanden. We have a new transfer arriving today. Und einen neuen Schüler haben wir. Ivan, Bro! I totally followed you here. Ivan, Bruder, ich hab dich bis hierhin verfolgt. My name's Pete Stang, like a Mustang or a Beastang. Yeah. Mein Name ist Pete Stang, so wie ein Mustang oder so ein Beastang, also Bienenstich. Yeah. Pete Stang, Short Trooper, ist uns beigetreten. To begin, boah. Here is today's news. Heilige Scheiße, Leute, also ich weiß nicht, ob ich den Part gesplittet habe. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber so wie das ist, werde ich das wahrscheinlich getan haben. Also vergesst die letzte Aussage von wegen langer Part. Dann werde ich das schon gemacht haben, weil das war wirklich lange. Also so viel wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.